Wunderbar, da reicht der stumme Impuls. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Schülerinnen und Schüler, aber vor allen Dingen liebe Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen, der Betriebe, der Dienstleister. Herzlich willkommen zu unserer 18. Berufsinfobörse und das am 18. März, wenn das kein gutes Omen ist für eine hoffentlich super gelungene Veranstaltung. Und im besten Falle wird das heute eine Win-Win-Situation. Unsere Schülerinnen und Schüler machen einen großen Schritt in Richtung noch weiterer beruflichen Orientierung und vielleicht finden Sie heute top motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft. In diesem Sinne eine tolle Berufsinfobörse, die hiermit eröffnet ist. Viel Spaß! Berufsinfobörse Schule trifft Wirtschaft ist wieder aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Das merkt man auch daran, wenn man mit den Unternehmen spricht, dass da tatsächlich schon direkte Abschlüsse zu verzeichnen sind, dass Lehrlinge, Auszubildende aus dieser Schule herauskommen und in die Unternehmen hinein. Das ist wirklich ein großer Erfolg und vor allem auch herzlichen Dank an die beiden Organisatoren, Ralf Breuer und Johannes Morschhausen. Bei den beiden merkt man, Berufsorientierung ist nicht einfach nur ein Job, sondern die machen das wirklich mit Herzblut. Ich möchte mich bedanken, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein durfte für die Handwerkskammer Koblenz als Ausbildungsberaterin hier für den Kreis Ahrweiler. Wie jedes Jahr eine tolle Veranstaltung mit vielen Gesprächen mit den Schülern, aber auch zum Teil mit den Lehrern und mit Externen. Also war top. Also ich muss sagen, die Veranstaltung ist mir mit die liebste Veranstaltung, weil hier auch verschiedene Altersklassen hinkommen. Also zuerst kommt das 9. Schuljahr, dann kommt das 8. Schuljahr. Das heißt, man hat die nächstes Jahr erst dran sind, auch schon so ein bisschen an der Hammelbeine gepackt, dass die auch schon mal gucken kommen, was los ist. Ne? Und dann versuchen wir halt immer ein bisschen auch was Handwerkliches zu machen, damit die Jungs auch mal sehen, wofür die Hände gut sind. Dass man da auch mal sagen kann, ich kann was ich mir vorher vielleicht nie zugetraut hätte. Ne?